In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die gegenseitige Lage von zwei Ebenen rechnerisch entscheiden kann. Zuerst wollen wir uns anschauen, welche Lagebeziehungen überhaupt zwischen zwei Ebenen möglich sind. Also, zwei Ebenen können sich schneiden, und zwar in eine Schnittgeraden, wie hier links abgebildet. Dann können sie zueinander parallel sein. Und die letzte Möglichkeit ist, dass sie natürlich übereinander liegen bzw. identisch sind. Ich möchte euch hier einen möglichst einfachen Lösungsweg präsentieren, deshalb die Hauptvoraussetzung für diesen einfachen Lösungsweg lautet, die Ebene soll sich in Koordinatenform oder in der Koordinatengleichung befinden, wie hier abgebildet. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Ebene zum Beispiel in Parameterform oder normalen Form dargestellt ist, dann heißt es umformen. Die Umformungen sind nicht Teil dieses Tutorials, aber ihr findet die passenden Videos entweder oben rechts unter den i-Punkt oder am Ende von diesem Video im Abspann. Und schon sind wir bei unserer ersten Beispielaufgabe. Also, wir sollen die gegenseitige Lage von diesen beiden Ebenen überprüfen. Und um das zu bewältigen, gibt es nur einen richtigen Ansatz am Anfang. Und zwar, man muss durch beispielsweise Additionsverfahren einer dieser x'er hier in der zweiten Gleichung eliminieren. Also, wir können uns eins auswählen. Natürlich, hier bei x3 sieht es am besten aus. Das bedeutet, damit einer dieser x'er verschwindet, müsste ich hier in der zweiten Zeile zum Beispiel ein Plus haben, minus 2x3 plus 2x3 würde dann einfach verschwinden. Deshalb multipliziere ich hier einfach die erste Zeile mit minus 1 und addiere sie gleichzeitig mit der ersten Zeile. Dabei, wegen der Darstellung, wird die erste Zeile einfach nur abgeschrieben. 3x1 plus 2x2 minus 2x3 sind gleich minus 1 und bei der zweiten Zeile stellen wir uns vor, wir haben mit minus 1 durchmultipliziert und überall ändern sich die Vorzeichen. Dann haben wir 3x1 minus x1, sind natürlich nur noch 2x1. Dann 2x2 plus 4x2 sind 6x2. x3 ist weg, wie gewünscht. Und rechts steht noch minus 1, minus 9 sind minus 10. So, es sieht beim ersten Blick so aus, als wäre hier eine Sackgasse. Also wir haben nur zwei Gleichungen mit drei Unbekannten. Man kann das theoretisch nicht weiterlösen. Doch man kann es, wenn man an dieser Stelle ein Parameter einfügt. Und zwar für eine dieser x'er. In diesem Fall ist es günstiger, das für x2 zu machen, weil die größte Betragszahl hier davor steht. Werden wir einen Parameter auswählen, beispielsweise t. Also ich kann ja sagen, x2 ist gleich t mit t Element von r. So definiert man eigentlich einen Parameter. Und ab jetzt zählt das als bekannte Lösung. Also wir haben hier schon unsere erste Lösung, x2 gleich t, und werden jetzt x1 und x3 in Abhängigkeit von diesem t bestimmen. Als erstes nehmen wir diesen Wert für x2, also t, setzen es hier in der zweiten Zeile ein und formen nach x1 um. Entsprechend haben wir dann 2x1 plus 6t sind minus 10. Dann schieben wir ein bisschen rum. Und zwar als erstes die minus 6t können rübergehen. Dann haben wir 2x1 sind gleich minus 10 minus 6t. Und am Ende noch geteilt durch 2. Dadurch haben wir schon eine Lösung für x1. Und zwar die lautet minus 5 minus 3t. Wir haben an dieser Stelle schon zwei Lösungen. Was wir noch brauchen, ist natürlich x3. Dafür können wir entweder in die erste oder die zweite Zeile einsetzen. Das ist völlig egal wo. Ich entscheide mich jetzt für die zweite Zeile und habe dann x1. Statt x1 schreibe ich natürlich minus 5 minus 3t. Dann kommt minus 4x2, also minus 4t. Minus 2x3 ist gleich 9. Fassen wir zusammen, schieben wieder ein bisschen rum. Die minus 5 geht rüber mit plus 5 und minus 3t minus 4t sind minus 7t. Auf die andere Seite gebracht sind es plus 7t natürlich. Damit bleibt auf der linken Seite nur noch minus 2x3 sind gleich 9 plus 5 sind 14 plus 7t. Und am Ende geteilt durch minus 2. Somit haben wir auch die letzte Lösung. Und zwar 14 durch minus 2 sind minus 7,
minus 7,5 oder minus 3,5t. So, das ist unsere Lösungsmenge. Jetzt, was haben wir herausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass sich diese zwei Ebenen in eine Schnittgeraden schneiden. Und zwar, wieso? Naja, wir können uns die Lösungen auch sauber untereinander vorstellen. Also x1 ist dann entsprechend minus 5 minus 3t. x2 war t. Das meine ich mit sauber untereinander. Und x3, die letzte Lösung, die wir rausbekommen haben, war minus 7 minus 3,5t. Und wenn ihr diese Lösungen jetzt in dieser Form genauer anschaut, ist das nichts anderes als eine zerlegte Geradengleichung. Und zwar hier vorne haben wir diese allgemeinen Koordinaten x1, x2 und x3. Die stehen ja für den Vektor x. Dann hier haben wir einen Stützvektor. Ich glaube, so kann man sich am besten vorstellen. Und hier hinten haben wir natürlich unser Richtungsvektor. Also sauber geschrieben heißt das Vektor x oder unser Schnittgerade mit Vektor x gleich Stützvektor minus 5, 0 und minus 7. Plus den Parameter können wir nach vorne ziehen, t mal minus 3, 1 und minus 3,5. Jetzt klar und deutlich zu erkennen. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Wenn ihr zum Beispiel eure Lösung mit der Musterlösung vergleicht oder mit den Lösungen des Lehrers oder der Nebensitzers, kann es sein, dass ihr beim ersten Blick eine andere Schnittgerade rausbekommen habt. Das ist ja nicht weiter wild. Okay, wir gehen davon aus, dass man sich nicht verrechnet hat. Abhängig davon, für welchen x hier man in der Gleichung Parameter wählt. Wir haben jetzt für x2 gewählt. Beziehungsweise welche x man am Anfang rausschmeißt durch Additionsverfahren, wird sich durch die Umformung hier immer eine andere Schnittgerade ergeben. Also es sieht nur so aus, als wäre es eine andere Schnittgerade, aber die einzige Möglichkeit, wie man erkennen kann, dass es sich eigentlich um die gleiche Schnittgerade handelt, ist hier aber hinten beim Richtungsvektor. Also egal wie viele Lösungen sieht, alle Richtungsvektoren müssen gleich oder Vielfache sein. So könnt ihr zum Beispiel auch mit der Musterlösung vergleichen und die Gewissheit haben, dass ihr richtig gerechnet habt. Natürlich wollen wir jetzt noch zwei Beispielaufgaben sehen, damit wir auch erkennen können, wie es bei den anderen Lagebeziehungen aussieht. Hier die nächste Aufgabe. Wir gehen mit der gleichen Taktik vor. Wir versuchen, eine dieser Xer zu eliminieren. Völlig egal welche. Ich entscheide mich jetzt für x1. Ich habe oben in der ersten Zeile 2x1. Ich bräuchte hier unten eine minus 2x1, damit es beim Addieren verschwindet. Deshalb multipliziere ich die zweite Zeile mit 2 und addiere sie mit der ersten Zeile. Dadurch schreiben wir wieder natürlich wegen der sauberen Form die erste Zeile einfach nur ab und zählen sie gleich zusammen mit der zweiten. Bei der zweiten stellen wir uns alles mal 2 genommen vor. Also 2x1 minus 2x1 natürlich 0. Dann habe ich hier 4x2 minus 4x2 ebenfalls 0. 6x3 minus 6x3 auch 0. Und am Ende minus 12 plus 18 sind 6. Was wir hier sehen, ist ein mathematischer Widerspruch. 0 ist mit Sicherheit nicht 6. Aus diesem Grund ziehen wir die Schlussfolgerung, dass diese zwei Ebenen gar nichts gemeinsam haben, also sie stehen parallel zueinander. Und das ist die Lagebeziehung. Also ein sehr kurzer, sehr einfacher Fall. Und genauso einfach sieht es auch im letzten Fall aus. Also ich habe hier wieder zwei Ebenen, sehr ähnlich zu den zwei Ebenen links abgebildet. Und auch hier natürlich unser Ziel, wir wollen ja einfach einer dieser x herausschmeißen. Wir machen genau das gleiche wie links. Wir multiplizieren die zweite Zeile mit 2 und addieren es mit der ersten. Dadurch fliegt natürlich wieder x1 raus beim ersten Blick. Also, dann die erste Zeile sauber abgeschrieben. 4x2 plus 6x3 sind minus 12. Und dann beim Addieren haben wir wieder 0, 0, 0. Und diesmal auch auf der rechten Seite minus 12 plus 12 ebenfalls 0. Das ist der Hinweis, dass es unendlich viele Lösungen existieren und unendlich viele gemeinsame Punkte für zwei Ebenen bedeutet, sie sind einfach identisch. Also ihr seht,
Diese letzten zwei Fälle sind wirklich extrem einfach und extrem kurz. Man muss nur das Ergebnis richtig interpretieren. Nachdem wir jetzt für jede Lagebeziehung ein Beispiel gesehen haben, wollen wir das Ganze nochmal ordentlich und übersichtlich zusammenfassen. Also, wenn beim Lösen dieses linearen Gleichsystems mehrdeutige Lösungen existieren, dann schneiden sich die Ebenen eine Schnittgeraden. Und am Ende sah es so aus, wir haben ein x eliminiert und die Rechnung geht nun weiter, indem wir für eine dieser anderen x, x1 oder x2, ein Parameter einfügen und weiterrechnen. Fall 2. Wenn keine Lösung existiert, dann sind die Ebenen parallel. In unserem Beispiel sah das so aus, dass die letzte Zeile fast komplett verschwunden ist, außer dass ein Widerspruch übrig geblieben ist, in diesem Fall 0 gleich 6. Und das bedeutet natürlich, dass es keine Lösungen existieren. Und im letzten Fall, wo die Ebenen identisch waren, hatten wir eine komplette Nullzeile als zweite Zeile. Das bedeutete, dass es unendlich viele Lösungen existieren. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Zusammenhang mit diesem Thema kann man natürlich auch das Zeichnen von Ebenen im Koordinatsystem bringen. Oder das Umformen von Ebenen, was wir auch am Anfang besprochen haben, das ist die Voraussetzung für diesen einfachen Lösungsweg. Dann, es gibt auch andere Alternativlösungswege, die deutlich komplexer sind oder aufwendiger. Das habe ich hier nur den einfachsten zusammengefasst. Und die gegenseitige Lage von drei Ebenen ist natürlich auch von großer Bedeutung, zusammen mit dem Lösen von linearen Gleichsystemen mit dem Gauss-Verfahren. Tutorials zu alle dieser Themen, wenn Bedarf, findet ihr gleich im Abspann.